So, und da sind wir wieder beim zweiten Teil von Cry of Fear. Ich habe Angst, um ehrlich zu sein. Ich habe Angst. Ich weiß es auch nicht, wie das weitergehen soll. Ich hoffe, wir werden nicht angegriffen innerhalb dieser Folge. Ich glaube, so weit bin ich mental einfach noch nicht. Würde ich mental nicht verkraften nach dem ersten Jumpscare in der ersten Folge. Das hat mir ehrlich gesagt. Hier waren wir doch schon. Das hat mir schon fast gereicht. Hier, genau, hier können wir rein. Oder warum? Nee, hier kommen wir doch her. Moment, Moment. Hier. Und dann hier lang. Okay. Hier ist eine Sackgasse. Dann gehen wir hier weiter. Dieses Spiel überfordert mich jetzt schon, ne? Ich finde keinen Ausweg. Um ehrlich zu. Also. Hä? Okay, die kann man nicht kaputt machen. Hilft mir jemand auf die Sprünge? Zur Not muss ich einen Cut machen, damit ich hier einen Ausweg finde, aber. Ich habe ja auch keine Türen gesehen, die ich irgendwie betätigen kann. Moment, habe ich hier gerade nur. Nee, das war nur da auf der Laterne. Die Tür kann man. Da kann man doch rein in das Haus. Ja. Gut, dass ich das jetzt weiß. Ich habe ein ganz, ganz schlechtes Gefühl bei der Sache. Oh, Kettenraucher. Okay, ein PC. Wieso befürchte ich einen Jumpscare? Ah, okay. Genau. Das pa der Username wird wahrscheinlich. Moment, ich sehe nichts. June Summer sein. Und das Passwort. DORRARPC. Scheibenkleister. Dann anders. Kann man hier noch was ändern? Nee, okay. DORRARPC. Das Passwort wird dann verschrieben June Summer sein. Ah, und hinter uns ist jemand. Ihr Penner. Das ist nicht nett. Passwort ist 3381. Ich habe doch hier gerade jemanden gehört. Oh Gott, da draußen ist jemand. Scheiße. Schnell raus. Einfach rausrennen. Wo ist er? Der war hier doch gerade noch. Was zum Teufel? Ich bin verwirrt, wenn ich das mal so sagen darf. Hier sind die ganze Zeit Leute, die einfach wieder verschwinden. Das ist, Ja, genau, hier müssen wir lang. Hier bin ich richtig. Ich mag dieses Spiel nicht. Ich werde die schlimmste Zeit meines Lebens haben. Das alles nur für euch, damit, ja, ihr das Spiel nicht selber spielen müsst. Oder so. Ich meine, ich lege es euch ans Herz, ihr könnt es gerne selber spielen. Ich glaube, das ist gar nicht mehr so schlecht, aber. Mein Puls ist, glaube ich, permanent auf 180, mindestens. Was war das Passwort nochmal? Ich hätte es ein bisschen anders gemacht. 3381. Genau so. Und rein. Dieser Aufschritt. Hey, das ist eine super Idee, in diesen Gang zu gehen, der komplett dunkel ist. Ich meine,
Da draußen steht in Blut geschmiert Help Me ran dran. Das wird ein sicherer Ort sein, an dem wir uns auf jeden Fall aufhalten können. Shit. Okay, ich guck schnell, ob die Tür da noch aufgeht. Nicht. Okay. Ist mir ehrlich gesagt auch recht. Hallo? What the? Es wird da mit uns gespielt. Warum dürfen wir nicht durch diese Tür? Das ist ja doch gerade durchgegangen. Soll immer jemand verstehen. Lacht hier jemand? Ach komm, wir sind einfach mutig und gehen jetzt durch. Ein Kassettenrekorder. Ah, zum Speichern. Das finde ich sehr gut. Das finde ich super, dass wir speichern können. Ich habe so das Gefühl, jetzt müssen wir gleich auf jemanden einstechen. Ich wechsle einfach mal ganz kurz die Messerposition. Oh, ist noch keiner da? Das ist super. I gotta call the police. Damn it. No signal. Moment, jetzt mal ganz kurz als Einwand. Habe ich das Spiel nicht auf Deutsch umgestellt? Ich weiß es nicht. Von... Eine Spritze. Ich nehme an, die wird uns heilen, aber wir haben noch nicht allzu viel Schaden genommen, deswegen brauchen wir die erstmal. Noch nicht. Komm her, du Penner. Ja, genau du. Was? Ja. Alter. Komm schon. Alter, was hält der denn aus? Okay, ich nehme an, die Attacke, die wir jetzt gerade haben, ist besser. Ich glaube, wir brauchen das erstmal. Au! Einfach so in den Arm rammen, den Scheiß, warum auch nicht? Ich meine. Oh, fuck, da kommt er, da kommt er. Komm her, komm her, komm her. Ja, genau du, du sollst herkommen. Hier bin ich. Komm, 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 komm. Beweg dich. Ja, genau. Weg. Ja, komm schon. Stimmt doch. Like a ninja. Nee, Quatsch, aber jetzt mal im Ernst. Ich hab ein bisschen Respekt vor den Gegnern, weil die echt viel einstecken. Wie benutze ich die Leiter? Wie kletter ich da hoch? Wie darf ich? Darf ich? Ich möchte hoch, bitte. Wie kann ich die Leiter benutzen? Hallo? Ach so, okay. Ich darf nicht nach oben gucken und E drücken, sondern ich muss die Leiter direkt angucken und E drücken. Alles klar. Wir speichern auf diesem Slot. Ich dachte gerade, da steht jemand, ne?
Aber das war ja bloß alt, 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 alt. Altar. Ah, okay. Wow. Komm her, komm her, komm her, komm her. Ich brauche eigentlich gar nicht alt drücken. Ich bin so schnell als der Sack. Ah, oh, seine Augen, ey. Was sind. Junge, du sollst nicht ganz so viel Gras nehmen. Rauchen. Wie auch immer. Ah, eine Spritze. Sehr gut. Kacke. Komm her, komm her, komm her. So, wunderbar. Jetzt erwischt. Komplett ausgehen, knockt. Okay, ich muss gleich wieder zurück. Da hab ich mir gerade erschrocken. Komm her. Na los, komm her. Hä? Also wie gesagt, ich muss gleich einen Speicherpunkt finden oder wieder zurück zum Speicherpunkt, weil die Zeit auch schon wieder fast rum ist. Hier ist nichts. Nur sowas. Was tut das tun? Was hat es getan? Ich würde mich sehr dafür interessieren, was jetzt passiert ist. Nichts, 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 nichts. Hier ist nichts. Okay. Joa. Okay, dann rein hier. Speicherpunkt wäre super gerade, ne? Hätte ich kein Problem mit. Aber wir checken erstmal die SMS. Hilf mir, bitte hilf mir. Sie kommen. Ich bin in den Apartments. Beeil dich. Das versuchen wir doch einfach mal. Ja, komm, das machen wir noch. Wir versuchen noch in die Apartments reinzukommen. Kommen wir hier hoch? Hallöchen? So nicht. Oh, ich hasse so eine Sprungpassagen. Ich bin so grottenschlecht in sowas. So. Also wir sind ja hier immer noch Half-Life-mäßig unterwegs. Da gibt es ja immer noch diese gute Sprung-Duck-Kombination. Ohne die würde man, glaube ich, in keinen einzigen Schacht in Half-Life und so reinkommen. Hier rauf sieht mir so aus. Ja, da habe ich doch richtig gedacht. Wir werden bestimmt gleich angegriffen. Ich habe so ein Gefühl, als würden wir direkt ins Gefecht müssen, sobald wir hier drin sind. Wir sind auch schon fast tot. Schon wieder. Ja, da stimme ich dir zu, mein Freund. Ich habe auch kein sehr gutes Gefühl dabei. Vierte Etage. Wer soll denn das lesen können? I playing in the park. Set the first little. What? Was? Let's go home before it gets dark. The first two on their merry way home. The third. GTA hier? Ich kann das nicht lesen. Was steht denn da? Ach so. The third stayed playing all alone. Come here, child. Come to me. The irgendwas whispered sadly. They say curiosity killed the cat. Okay. Ach, da steht's nochmal. Drei kleine Kinder spielten im Park. Sagte das erste Kind, lasst uns nach Hause gehen, bevor es dunkel wird. Die ersten zwei
gingen ihres Weges nach Hause. Das dritte Kind blieb. Es spielte alleine. Komm zu mir, kleines Kind, komm zu mir, flüsterten die Büsche. Sie sagen, Neugier hat die Katze getötet. Das klingt mir sehr doll nach einer Geschichte über einen Kinderschänder. Das beruhigt mich. Ja, das war's dann jetzt auch für den zweiten Teil. Wir haben endlich mal die Gegner kennengelernt und ich habe mich wieder mal erschrocken, was aber auch vollkommen normal ist bei diesem Spiel, glaube ich. Ja, ich bedanke mich fürs Zuschauen und freue mich auf den dritten Teil. Bis zum nächsten Mal.